Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Gönnt euch die App unten in der Videobeschreibung. Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es wieder einen SBB Jungs und zwar, er ist einfach eine Legende hier auf meinem Kanal geworden und zwar Filippo Inzaghi haben wir am Start, seine Optimus Prime natürlich. 500k kostet er und wir haben auch auf der anderen Seite ne, auch eine Legende und zwar Lost. Furki, was geht ab, mein Freund? Moin, moin, Jungs, Grüße gehen raus. Ich frage mich die ganze Zeit, warum wir Filippo Inzaghi genommen haben und warum der bei dir eine Legende ist, aber egal, wir machen hier, wir legen hier los, Freunde. Wenn ich ihn abstoße, dann bleibt er auch eine Legende. Sehr gut. Also, Jungs, beantwortet einfach mal die Frage unten in den Kommentaren, damit der Lost Furki auch mal das versteht, ja. Kuss geht raus, Hashtag Ermanabe, jeder weiß Bescheid. Apropos Lost, das darfst du nicht vergessen, habe ich hier eine Dreierkette gebaut, Freunde. Heute mal was ganz anderes, was ganz Spezielles. Sekko wird komplett durchdrehen, ich weiß jetzt schon. Also Jungs, wegen Filippo Inzaghi wollte ich sagen, 3000 Likes, muss. Also wir fangen dann an, ja, ich halte mal rein. Leider, ja, habe ich so das Gefühl, du kannst auch mittlerweile bei mir immer Sachen gut erraten, habe ich im Sturm Butragueño. Okay. Als ZOM habe ich Andres Iniesta, rote Karte. Also. Ja, der Typ spielt einfach Dreikette, keiner weiß wieso. Fragt ihn mal bitte, okay, bitte. Ich habe Insigne geschrieben und Del Piero. Kannst du natürlich behalten. Ich mach mal dann weiter, du kannst gerne reinhalten, beziehungsweise deine Legend-Tafel ist hinter dir natürlich wie immer. So, auf der rechten Seite, ich denke nicht, dass du ihn oft geschrieben hast. Und zwar Tavar habe ich auf der rechten Seite und in der Mitte gehe ich mit Headliner Sanson. Oh, da bin ich maximal lost. Ich habe mir Verratti und Di Maria aufgeschrieben. Gut aufgeschrieben, aber ist falsch. Also, Jungs, beide können hier behalten und ich mache mal weiter. Let's go. Der war gut, Mann. Jo, Freunde, dann bin ich hier an der Stelle. Ja, ihr seht, Freunde, schon die Namen. Also, dieser Kollege, Freunde, ne, den hat er ganz genau. Ich weiß aber nicht, wann er ihn nutzen wird. Ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, sondern die drei Namen hier. Keine Ahnung, warum ich plötzlich so eine schöne Schrift habe. Del Piero. Mach, zeig einfach, ich bin lost, Digga. Keine Ahnung, was du da wieder gemacht hast, aber egal. Ich glaube, du hast Hadji aufgeschrieben, aber den habe ich nicht. So, im Sturm gehe ich mit Shevchenko Prime, ja. Dann links Mittelfeld gehe ich mit rote Karte und zwar Stant Maxima. Ja, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Ich habe halt ein Problem mit den Franzosen, ja, ihr bestimmt auch. Und in der Mitte gehe ich mit Doucouré. Also ich habe Del Piero, Kanté, Martial. Und ich wusste, dass du wieder Hadji haben wirst, aber schade. Den habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich dachte mir schon. Okay. Ah. So, dass du den hast. Naja, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Genau. Ne? Linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld bei mir. Ja. Bei mir andere Regeln. Und zwar habe ich auf der linken Seite Kent und auf der rechten Seite Lucas Vazquez. Ah! Ich habe links Martial und als du Lucas gesagt hast, ich habe mich schon gefreut. Ich habe Lucas Podolski aufgeschrieben. Ah, okay, du hast gedacht wegen Iniesta. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, also Jungs, dann machen wir weiter. Bei mir die, ja, die beiden Außenverteidiger und bei Furki sehen wir gleich. Keine Ahnung, was wir da machen. So Jungs, also wir machen mal direkt dann weiter, ja. Und zwar, ich mache die beiden ZMs bei mir und dann die beiden Außenverteidiger. Ich halte mal rein. Ich habe jetzt rechten ZM, das ist der einzige Spieler, der da reinpasst. Isco. Als linker ZM, also wenn du den nicht gesniped hast, Bruder, die Leute haben bei mir geschrieben bei der Folge, wo du Kalou genommen hast, wieso ich nicht auf Okocha gekommen bin. Ich war lost, mal sehen, ob du lost bist. Und als linken ZM habe ich Lingard, rote Karte. Also Lingard habe ich leider nicht. Und zwar, ich habe Yamaguchi geschrieben, ja. Und Isco. Ja, den kannst du natürlich rausnehmen. Und ich möchte natürlich meinen Joker benutzen, mein Freund, und zwar einen Keeper, Bronze, Ryan, bitte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, du kannst gerne reinhalten, beziehungsweise... So, bei mir, genau, bei mir steht der immer auf der wieder, legendären Tafel. Genau, sehr genau, legend. Ihr seht den Namen schon. Einfach legend, so. Ihr seht den Namen schon, bin ich mal gespannt. Also, rechts gehe ich natürlich mit einer Non-Rare-Karte, und zwar das ist der Saar von Marseille. Marseille? Ja, und du sagst zu mir, warum nimmst du Vazquez, Digga? Und links gehe ich mit, ja, Danny Rose. Damit ich full camp. Ah, alles klar, Digga. Ich komme mit Vazquez, er kommt mit Saar und Danny Rose. Hä? Bruder, ich wollte so ein bisschen kreativer bauen. Dreierkette, dies, das. Ja. Deswegen, deswegen habe ich halt Vazquez da. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt? Ja, wollte schon gesagt haben. Okay, dann weiter geht's. Ja, weiter geht's, Jungs. Wir machen weiter. Und zwar, seht ihr die drei Namen hinten? Ja, das ist ein bisschen rumgekritzelt, aber ich denke, ihr könnt den Namen trotzdem erkennen.
Ja, dann let's go, Seko. So, dann ja, die letzten drei Spieler bei mir. Ja, Smalling, Juan Jesus und im Tor gehe ich natürlich wieder mit einer Non-Rare-Karte. Ich muss, ja. Und zwar, ich habe den, glaube ich, habe ich den gekauft? Doch, ich habe den gekauft. Und zwar, das ist der Mirante. Bruder, ich würde mal sagen, das bedeutet für mich jetzt einfach aufs Tor schießen. Aber ich habe auf jeden Fall die drei Namen natürlich nicht aufgeschrieben. So, ja. Jetzt geht's bei mir rund, Bruder. Jetzt haben wir vier Namen. Vier, ja? Namen. Wenn vier, ich da was treffe, ne? Dann keine Ahnung, Digga. Dann musst du mir 50 Euro PSN geben, bitte. Ich habe auf, ich habe als linken Innenverteidiger Walker. Als rechten, als mittleren Innenverteidiger Megaya. Als rechten Innenverteidiger Vasquez. Und im Tor, De Gea. Büro auf, alles du. Ey, ey, ich könnte so. Ah, ich hab dich, ich wollte dich aufschreiben, Dicker. Ich habe Walker, McGuire, wie er heißt, Ramos und Ederson. Warum schreibe ich nicht dich her? Warum schreibe ich nicht dich her? Oder hast du gerade zwei. Hast du McGuire und Walker? Natürlich habe ich die gesniped, das war doch easy, Mann. Oder du bist so ein sinnloser Typ, ne? Ich schwöre, du sagst zu mir, man kann Dreierkette nicht snipen, du hast noch nie so viele Spieler gesniped. Also Walker, McGuire, weg. Ey, warum schreibe ich Ederson, ja? Ich bin, seid mir ehrlich, Jungs, würdet ihr Ramos sagen, würdet ihr Ederson schreiben oder der Herr? Schreibt mal das bitte unten in den Kommentaren. Ohne Scheiß, jeder würde da der Herr schreiben. Warum schreibe ich Ederson, ja? So, Jungs, also, wir machen mal dann weiter. Wir gehen ins Spiel. Ich bin ready. Furkan ist auch natürlich ready mit seinen drei Bronze-Spieler. Ja, wir starten. Wünsch mir Glück. Los, Furki, du bist weg. Lips. Bist du bereit? Nee, ich bin noch nicht bereit. Let's go, wir fangen an. Viel Glück, Furki. Inzaghi! Was ein Tor, Inzaghi! Inzaghi! 1-0. Ihr seht's, Freunde. Seko ist leise, weil er weiß, oh oh, Dreierkette, Furki. Oh oh, Gringo ist da. Komm. Jawohl, Junge. Shevchenko. Komm rüber. Komm. Filippo Inzaghi! Was los? Was mit Training? Was? Was? Hä? Walla, wenn jetzt nicht geschwitzt wird, unglaublich. Hast du das wenn gesehen? Ich jetzt nicht schwitze. Hast du gesehen? Wie alles andere auf der Welt. Hast du gesehen? Weiß ich auch nicht mehr. Er spielt mit Inzaghi Leihspieler gegen meine zwei Bronze-Abwehrspieler. Warum Leihspieler, hä? Mit Trainingskarte. Ich glaub's wohl nicht. Ich glaub's wohl nicht. Pippo! Pippo Inzaghi! Ja, Junge! Torwart! Torwart geht! Und? Nein, Handspiel, Junge! Ey, wenn du ihn nicht gekauft hast, dann weiß ich auch nicht, Alter. Jetzt aber. Shevchenko! Shevchenko! Was ist los? Alle Spieler mit Trainingskarte. Ach. Er ist mir so spontan eingefallen gerade. Bro, du weißt, einmal im Monat muss man dich pranken hier. Es tut mir leid, aber wir werden den zu Ende spielen natürlich. So sind die Spielregeln, würde ich mal sagen, Herr Furkilost. Faires Spiel, würde ich mal sagen. Ja, ja, nur die beiden. Inzaghi! Filippo! Filippo! Nein! Komm, Junge, bitte. Nein, nein. Shevchenko, Bratan, lelele, Bratan, lelele, Kapital, bra, Inzaghi, was los? Bob, Shevchenko, Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi, ole, 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 Shevchenko. Bratan! Bratan! Lelelelele! Bratan! Was? Komm! Was? Warum geht der nicht bei mir rein? Filippo! Pipi! Nein! Lelelelelelele! Bratan! Kapital, bra! Kapital, bra! Kapital, bra!
Zlatan! Lilele Shevchenko! Die drei. Unglaublich. Inzaghi! 4-4, Inzaghi! Spiel ist nicht vorbei! Spiel ist nicht vorbei, Mann! Putra, Inzaghi! 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 Was ist hier los? Was ist hier los? 5 Tore Inzaghi! Let's go. Bratan! Bratan! Bratan ist wieder da! 5 Tore in einer Nacht! Bratan! 5 Tore in einer Nacht! Kent! Iniesta! Iniesta! 120. Andres Iniesta! Ich glaube es nicht! Schiri pfeift ab! Schiri pfeift ab! Wir holen uns das schon verloren geglaubte Spiel. Ja, Mann. Let's go. Pipo Inzaghi mit 5 Treffern. Und das i-Tüpfelchen macht Andres Iniesta. Und damit, Freunde, bis gleich zu den Discards. Yo, also, Freunde, ich will mal sagen, wir nehmen einfach mal... FIFA 2 hast du, ne? Genau. Wir nehmen einfach mal den linken... Jetzt zittern bestimmt irgendwo links. Linker ZM. Ja, kann ich gerne abstoßen. Das ist der Doucouré, Jungs. Ja, der 84er. So, Jungs, also wir geben jetzt Doucouré hier ab. Ja. So, damit ist auch Doucouré jetzt weg. Ja. Also, Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ja. Es hat leider nicht geklappt. Ich wollte mal wieder nach langer Zeit full gepranken. Ja, hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Wie gesagt, 3000 Likes. Schaffen wir easy, Jungs. Und ja, du hast die letzten Worte, mein Freund. Wir haben auch natürlich bei Furki was gedreht. Jungs, schaut auf jeden Fall auch bei mir vorbei. Ansonsten, sorry für meine Haare hier. Ja, momentan haben wir komische Zustände. Ja, hat Bock gemacht, Digga, mal wieder. Ne, meine Stimme ist ein bisschen weg. Ich durfte nicht so krass schreien. Danke für den, ja, was laber ich hier schon wieder. Haut rein, Jungs. Ciao.